hier auf meinem Kanal. Ich habe heute ein absolut kein Make-up-Day. Ich war gerade duschen, beziehungsweise an dem Tag, wo ich halt das gedreht habe für euch, damit ihr es heute sehen könnt. Ich habe euch den tollen DM-Haul hochgeladen. Das könnt ihr dann hier sehen. Der DM-Haul, der hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war bei DM und Rossmann, habe völlige Eskalation betrieben und muss halt sagen, ich war so, so zufrieden mit den Produkten. Die liegen halt hier immer noch auf dem Tisch. Ich werde euch jetzt am Sonntag ein Full Face of First Impression zeigen. Ich konnte jetzt am Mittwoch leider nichts hochladen. Wir waren bei einem Geburtstag eingeladen. Ich hoffe, dass mir das verzeiht diese Woche. Also die 3 Tage bleiben. Ich möchte auf jeden Fall 3-mal die Woche hochladen. Ich hätte eigentlich auch gerne so von Montag bis Freitag. Da muss ich aber jetzt sehen, wie ich das in den Flow reinkriege, wie ich das auch mit der Nachtschicht geregelt bekomme. Aber auf jeden Fall, ich möchte halt einige... Also ich werde auch ein Skincare-Video machen, weil ich so geile Produkte gefunden habe, die mir so in den Alltag helfen. Also nur so ein kleines Beispiel. Ich habe euch ja bei dem DM-Haul, den ich euch jetzt am Donnerstag hochgeladen habe, die Balea-Tücher mit diesem Kamel gezeigt. Und zwar sind es softe Reinigungstücher. Das Zeug ist der Hammer, Leute. Ich habe ja wirklich manchmal expressiv krasse Augen-Make-ups. Und ich rubbel da halt ein bisschen rum. Und ich muss sagen, es fühlt sich so, so gut an. Ich habe mittlerweile auch 10 Backups davon, weil ich ehrlich gesagt extrem Angst habe, dass das irgendwie aus meinem Ding rausgeht. Ich finde auch, dass ich die letzte Zeit sehr viel an meiner Haut getan habe. Ich habe zum Beispiel auch nicht so krasse Augenringe, obwohl ich trotzdem einen Arsch voll arbeite. Und ich habe da noch... ein Antifaltenserum, das Q10 von Balea, kann ich euch auch so, so empfehlen. Ich habe davon auch die Salbe. Ich glaube, die liegt... Ja, genau. Da habe ich auch die Salbe, die trage ich jetzt immer abends auf. Die beiden Dinger kommen auch immer mit in die Arbeit, weil ich das Serum eigentlich gerne in der Nacht auftrage. Da steht hochkonzentrierte Formel. Das ist jetzt eine Antifalten-Tagescreme. Ich muss aber sagen, ich benutze die eigentlich die ganze Zeit. Also ich habe total gute... absolut gute Ergebnisse dadurch erzielt. Bin super, super zufrieden. Und wenn ihr euch wundert, warum meine Haut so glowy ist. Ich habe mich nicht eingecremt mit irgendwann einer Nivea-Creme oder so, sondern ich zeige es euch mal. Das ist ein Primer. Und zwar habe ich diesen Fresh and Fit Awake Primer. Ich habe jetzt ein paar Tage dieses Make-up wieder für mich entdeckt. Und zwar das Fresh and Fit Awake Make-up Healthy Glow. Ich trage momentan nicht so stark, also ich trage immer noch sehr stark Augen-Make-ups, aber dadurch, dass ich so, ihr seht es ja jetzt schon, so starke Lachfalten habe, muss ich einfach eine neue Methode für mich empfinden, wie ich das da auf die Reihe kriege. Auch zum Beispiel das Baken hier an der Nase wegen meiner Brille. Es nervt mich immer noch. Ich denke, dass ich auch mal nach Kontaktlinsen gucken soll. Nur ich habe halt immer noch absolute Hemmung, mir ins Auge zu langen. Das ist einfach so, so anstrengend. Aber das ist jetzt so die Kombination, die ich so gerne trage bei der Arbeit. Aber jetzt, um abends praktisch meine Haut jetzt nicht ganz so matt aussehen zu lassen, trage ich jetzt diese Fresh and Fit, den Awake Primer. Der ist mit Vitamin C-Komplexen und Cranberry Water. Und ich muss sagen, der hilft mir ganz gut. Also ich finde halt, meine Haut sieht so gesund aus. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Augenbrauen gemacht. Ich zeige euch auch, ich habe was vom Primark gekauft. Das ist ja so ein Haul. Ich habe mit der Alida zusammen eingekauft. Den Kanal verlinke ich euch oben, unten, überall, wo ich ihn finde. Ich habe mit der Alida zusammen BH Cosmetics gekauft. Ja, und sie hatte jetzt auch ein Video darüber abgedreht, was sie alles ergattert hat. Bei BH Cosmetics gab es so, so krasse Aktionen. Ich habe ja die absolut krassen Glam Reflections. Da kommen übrigens zu jeder einzelnen Palette noch Reviews. Ich will auch unbedingt mal so eine BH-Woche machen, wo ich von Montag bis Sonntag euch Videos hochlade. Ich bin jetzt schon am Looks produzieren, um euch die vorzustellen. Und dann lade ich euch jeden Tag so ein 10-15 Minuten Video hoch, damit ihr euch gleich ein bisschen leichter entscheiden könnt für verschiedene. Ich werde die ganzen Glam Reflections zeigen, die Zodiac Palette und die Studio Pro werde ich mir auch noch nehmen. Und die Carly Bible Deluxe Palette, das sind so die 6 Paletten, je nachdem. Ich suche mir 7 Produkte raus, dann könnt ihr ein Fullface sehen, wie das praktisch in der Anwendung ist. Ein paar Tipps, wie ihr am besten verblendet oder so, wie das am besten sich aufbaut oder so. Ich denke, dass ich da geschickt bin, dass ich euch da ein bisschen was helfen kann. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch bei Kiko 2 Produkte eingekauft, weil ich habe da eine Freundin, die ist so toll, die schickt mir immer Bilder von so neuen Produkten, das hat mich so interessiert und ich habe auch eine super geile Empfehlung für euch, was Augenbrauengele angeht und wie gesagt, ich habe jetzt einen Beauty Bay und einen BH Cosmetics Haul plus
ein kleines Kiko-Haarlein. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass ich eine Verlosung laufen habe bis zum 10.4. Das ist jetzt meine Verlosung zu meinen Glow-Wochen. Schaut euch sie gerne an. Ich habe jetzt eine Playlist erstellt, dass ihr praktisch darauf zugreifen könnt, dass ihr so nacheinander gucken könnt. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gemacht. Es würde mich so, so freuen, wenn ihr einfach nochmal auf die Videos geht, sie anschaut, ihnen ein Like da lasst, weil ich einfach sehen möchte, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat. Es wird in Berlin noch krasser, das schwöre ich euch. Ich werde definitiv nochmal eine Schippe draufpacken. Es ist jetzt auch in Planung, eine coole Vlog-Kamera zu kaufen, beziehungsweise eine Kamera, die jetzt ruhiger hält, dass ich halt auch längere Sequenzen aufnehmen kann. Ich hoffe, dass ihr da so Bock drauf habt. Und wie gesagt, bevor ich weiterschwätze, zeige ich euch jetzt einfach, was ich eingekauft habe. So, das erste, was ich bei Beauty Bay gekauft habe, ist die Pro Matte Foundation High Definition Longwear Matte Foundation von LA Girl. Die sieht so aus. Die ist auch jetzt noch nicht lange bei Beauty Bay. Allerdings, Leute, ich habe die viel zu dunkel. Also das ist ein Ton. Ich habe die beide geswatcht. Ich habe die Farbe Warm Sienna und Soft Honey. Ich habe die beide in absoluten Fail-Farben gekauft. Das ist mir noch nie passiert. Das kann ich euch schwören, nie passiert. Das ist ein Ton. Das Problem ist halt, es ist so eine Milchglasflasche. Da konnte ich das nicht richtig erkennen. Die kommt mit dem Pumpstoß. Hat mich 11,25 € gekostet. Die gibt es aktuell bei Beauty Bay. Ich werde euch das unten verlinken. Das werde ich jetzt auch regelmäßiger machen, weil es ist sehr anstrengend, teilweise die Sachen rauszusuchen, weil ich mich manchmal auch gar nicht mehr erinnern kann, wo ich die jetzt bestellt habe. Auf jeden Fall diese Pro Matte Foundation. Ich habe ja sehr ölige Haut. Das wisst ihr ja mittlerweile, die länger schon auf meinem Kanal rumschwirren. Und ich bin immer auf dem Hunt, irgendwie eine geile Foundation zu suchen, weil meine absolute Foundation ist die Estée Lauder Double Wear Foundation. Es gibt für mich keine cruelty-free Version davon. LA Girl ist cruelty-free. Ich hoffe, dass die vielleicht mir hilft. Das ist wirklich, ich nehme jetzt die Farbe, die jetzt praktisch mir so am nächsten kommt. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, hier Soft Honey. Die ist halt super matt, aber seht ihr das, wie krass gelb die ist? Also mir gefällt das nicht. Also mir ist das schon ein bisschen too much yellow, ja. Also dies habe ich mich vergriffen. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe mir gerade Tücher gegriffen. Seht ihr auch, die oxidiert auch nach. Ich habe mir jetzt, ich glaube, den ganz hellsten Ton gekauft. Nochmal, weil ich will da auf jeden, also ich werde die auf jeden Fall nicht zurückgeben. Ich habe es jetzt beide schon geswatcht. Das ist jetzt sinnlos, muss ich euch sagen. Auf jeden Fall das Warm Sienna. Das sieht so gar nicht so dunkel aus, aber Leute, das ist furchtbar dunkel. Ich kann euch das nur versuchen, an meiner Haut zu halten. Also das ist wirklich schon Richtung Mischling, so weiß ich nicht. Also das ist schon krass. Also so dunkel werde ich auf keinen Fall. Und die sind sehr, sehr orangestichig, die Foundations. Ich hoffe, das ist jetzt nur ein Failgriff gewesen. Aber immer, das sind die Pro Mattes. Ich werde auf jeden Fall eine Review darüber machen. Und es kommen sehr viele Reviews, Leute. Ihr könnt euch auf jeden Fall gefasst machen. Dann habe ich diese Palette bedeutet mir sehr viel, weil ich mag die YouTuberin sehr, sehr gerne und ich werde euch hier ein Bild einblenden. Dominique Christensen ist eines der schönsten, authentischsten und auch einfach nur so sweet. Also ich weiß nicht, wie ihr seht, sie ist wunderschön. Also sie ist talentiert, sie ist eine tolle Mom, also sie hat einen Sohn, der ist, glaube ich, schon so 8, 9 Jahre alt, also der ist schon recht groß und recht selbstständig und sie hat eine tolle Palette rausgebracht. Ich habe ja die Laura Lee Palette und ich möchte euch die gerne in Comparison zeigen, also praktisch im Vergleich. Laura Lee kennt ihr ja bestimmt, das ist so eine echt quietschige, die hat ja diese Laura Lee Los Angeles Palette. Ich muss sagen, ich benutze sie recht häufig, also das ist so die Farbsegment. Diese Palette hat mich bei Beauty Bay 43,50 € gekostet. Hätte ich sie nicht 50% rabattiert bekommen, weil ich habe da bei einer Aktion innerhalb von Stunden zugeschlagen. Da gab es irgendwie 5 Stunden, da war die irgendwie für die Hälfte. Und die hatten so einen riesen, ich glaube, einfach zu viel Zeug im Lager. Und ich unterstütze so gerne YouTuber. Das ist echt nicht normal. Also ich kaufe gern von Freunden, die Sachen produzieren. Zum Beispiel Sam hat eine wunderschöne T-Shirt-Line, wie ihr hier auf den Bildern seht. die hat unnormal süße T-Shirts, wo ich mittlerweile
eins habe. Das werde ich euch auf jeden Fall in einem Video mal zeigen. Das ist so süß. Ich habe die Größe XL, also es passt auch super, super gut. Sie hat mittlerweile auch Taschen und so Sweatshirts und so Hoodies soll es geben. Handyhüllen hat sie auch ganz coole. Ich versuche mal hier ein paar Sachen einzublenden, die ich von ihrer Webseite geklaut habe. Wie gesagt, den Shop verlinke ich euch gerne mal unten. Der ist wirklich, wirklich toll. Die Sachen sind so toll produziert. Das sieht so hochwertig aus. Es sieht eigentlich eher aus, wie wenn das T-Shirt geairbrushed wäre. Und ich mag einfach, wenn YouTuber, und ich vertraue diesen YouTubern auch sehr, weil ich einfach denke, diese Menschen wissen genau, was wir Konsumenten möchten, weil sie beschäftigen sich jeden Tag und Tag ein, Tag aus mit Make-up. Die bekommen kistenweise in Amerika und auch hier in Deutschland Make-up und sie wissen schon gar nicht, wohin damit. Also ich sag euch ehrlich, wenn ich so ein YouTuber wäre, und ich hoffe ja mal, dass es klappt, dass du wirklich so groß bist, dass du wirklich jeden Tag irgendeine Post reinkriegst von Urban Decay und weiß der Teufel. Ich wüsste gar nicht, wohin damit. Mein Zimmer ist jetzt schon rammelvoll. Ich weiß schon jetzt nicht dahin. Aber damit es noch voller wird, habe ich mir die Dominique Cosmetics Palette gekauft. Und zwar ist das in einem wunderschönen matten Rose Gold. Hinten ist die Ingredients Liste, was sehr wichtig ist, damit sie auch in den USA, also hier nach Deutschland eingeführt werden kann. Hier unten seht ihr praktisch Dominique Christensen. Ich verlinke mal unten. Auf jeden Fall die Palette. Die kostet 37 Euro und ich glaube 70 Cent. Ich weiß nicht ganz genau. Die kommt in so einem Schiebefach und ich liebe diese Verpackung. Ich mag Verpackungen, die einfach sleek sind, sauber, super aussehen und vor allem die nach was aussehen. Die kommt mit einem super, super schönen und sehr schweren. Und Leute, das ist kein aufgeklebter Spiegel, das ist ein richtiger Spiegel, weil das ist so dick, das ganze Ding ist ein Spiegel. Ich werde das jetzt mal knicken, weil das geht gut. Und das ist die Latte Palette, die heißt so. Das sieht erstmal aus wie völlig unscheinbar. Leute, ich habe damit schon geschminkt, leider kann ich euch kein Foto zeigen, aber ich werde es auch in dem First Impression euch zeigen. Ich werde mal ein paar Töne swatchen. Die sind so weich, Leute. Also. Ich mag Dominique Christensen einfach unnormal, weil die einfach wunderschön ist. Schaut mal die Farben. Die sind null puderig. Null. Also nur nada die Bohne. Da ist kein einziger Ton, der euch bald das Augenlid wegsprengt. Also schaut mal. Also wunderschöne Palette. Ich habe sie in der Anwendung gesehen. Sie hat natürlich sich auch für eine sehr sichere Palette entschieden. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mag das. Wenn einfach YouTuber sich Gedanken darüber machen. Sie wird allerdings etwas schmutzig, wie ihr jetzt da oben seht. Also ich habe da jetzt nur mal blöd reingelangt. Also das ist jetzt einfach eine. Beziehungsweise man kriegt sie ja ganz gut sauber. Ich habe es jetzt gerade auch wieder sauber gekriegt. Es ist eine Palette, also diese Oberfläche, die ist so zum Abwischen. Aber sie hat ein so tolles Color Scheme. Und zwar heißen die Farben Hazelnut, Caramel, Vanilla Cream, Mocha, Pumpkin Spice, Double Shot, Cold Break, Creme Brulee, Macchiato und Espresso. Diese Töne sind der Hammer. Leute, die sind so weich, so verdammt weich und einfach so schön im Auftrag. Also, das ist so intensives Pigment und einfach so toll. Es ist eine sehr neutrale Palette, kann ich euch ganz ehrlich sagen, aber ich finde die toll, weil die einfach so leicht und einfach in der Anwendung ist. Ich werde euch definitiv euch zeigen im First Impression, was jetzt praktisch am Sonntag online kommt, wie die performt und alles, weil von BH Cosmetics, die zeige ich euch zwar, aber die lege ich weg, weil die habt ihr schon tausendfach gesehen. Und die, schaut euch einfach diese Palette an. Ich finde, für 37 Euro ist sie echt der Shit. Also die ist richtig geil. Sie komplettiert, sie ist auch so ein bisschen das, was mich gerade herrscht. Also irgendwie, ich weiß nicht, also ich kaufe mir nicht viel High-End, das wisst ihr. Also ich kaufe mir nur High-End. Ich liebe ja meine Juvia's Place Paletten, die vergöttere ich, ja. Von Tarte habe ich ein paar Sachen. Aber zum Beispiel eine Palette, die ich unnormal geil finde, ist auch die Chanxo Remix Palette. Leute, ich benutze die so oft, ich schwör's euch. Und wisst ihr was? Diese Töne sind bei mir gerade der Hammer. Ich krieg so tolle Looks damit hin und die ist gerade auch wieder hammer reduziert. Ich werde unten euch den BH Cosmetics Shop mal verlinken. Da sind so krasse Angebote. Aber das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Palette. Weiter von der Dominique Christensen Palette werde ich zu BH Cosmetics. Und zwar habe ich von BH Cosmetics habe ich hier Pinselsets und so weiter.
Und ich zeige euch mal. Ich habe hier mit zum einen die Glam Reflection Rose Palette bestellt. Und zwar, ich habe ja die anderen Paletten alle auf der Glow gekauft. Aber bei der war ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber dadurch, dass Alida so super lieb war, mir die Sachen einfach mitzubestellen und mir die hergeschickt hat. Also das ist super. Also Alida und ich viben da absolut. Also die schreibt mir, Baby, da ist der Shit, da ist 60% und ich drehe dann total durch. Und sie hat das, also es kommt in einem Huge, mit einem Huge Spiegel. Das ist auch so eine Palette. Ich weiß nicht warum. Ich stehe gerade so krass auf Standard. Ich habe im Alltag zum Beispiel, ich mag sehr diese Lady Smoky Brown Eyes, gerade mit einem geilen Wing und getuschten Wimpern und so. Ich swatch mal ein paar Farben, wo ich jetzt denke, das ist jetzt vielleicht sehenswert. Oh, schaut mal. BH Cosmetics hat für mich mit Abstand schon seit Jahren, ich benutze die jetzt bestimmt schon 5 Jahre durchgängig, ja. Und ich habe keine Palette von denen, keine Leute, die irgendwie scheiße ist. Also es gibt vielleicht Paletten, die von dem Farbspektrum mir jetzt nicht immer zu 100% gefällt. Aber andererseits muss ich sagen, für das Geld. Wartet ab, bis sie diese krassen Sales haben. Also die da ist wunderschön. Die wird auf jeden Fall ganz, ganz toll in meine Sammlung passen. Ich glaube, ich werde auch demnächst mal auf einen Low-Buy gehen. Das heißt, ich werde weniger einkaufen, weil ich erstmal so viel zeigen möchte. Ich war auch beim Sephora, Leute. Und das Video, ich werde es, glaube ich, euch nächsten Mittwoch zeigen. Da zeige ich euch, wie es in Stuttgart im Sephora aussieht und so. Und ihr werdet echt begeistert sein. Dann habe ich mir die Karli Biber Deluxe Palette gezeigt. Da werde ich jetzt euch auch nicht arg viel rauswatchen, weil die kennt ihr jetzt bestimmt schon tausendfach, ja. Leider ist mir der Spiegel gecrackt, was mich jetzt nicht so stört, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Verwendung für den Spiegel. Es ist jetzt auch nichts in das Packaging reingekracht, gar nichts. Also das ist jetzt okay, das ist ein bisschen blöd, aber es geht. Ich freue mich extrem auf diesen Ton und auf die Highlighter. Und ich liebe Karli Biber. Das ist auch eine von den YouTuberinnen, die ich auch mit Abstand wirklich als talentiert, fleißig und einfach nur sehr authentisch empfinde. Karli Biber ist nicht nur wahnsinnig hübsch, sondern auch ein echter Familienmensch. Derjenige, der die Vlogs von ihr guckt. Sie hört ja so gerne Country Music. Das ist so verrückt. So ein richtiges Püppchen. Sie hört so gerne Country Music. Und das ist eine so tolle Palette. Also ich weiß, dass sie geil sein wird, weil ich habe die 1er Karli Biber Palette. Die habe ich jetzt allerdings schon länger nicht mehr benutzt. Ich guck mal, vielleicht vergleiche ich die mal oder so. So. Dann habe ich, bevor ich jetzt zu den Pinseln komme, habe ich jetzt noch Produkte für euch, die ich definitiv testen möchte. Und zwar habe ich hier die My Perfect Color Foundations von Primark. Und zwar, ich habe so viele Reviews darüber gesehen, dass es ein krasser Dupe zu der Estée Lauder Double Wear Foundation gesehen ist. Also zu dieser Foundation, die ich hier habe. Die kostet 6 Euro und die kostet um die 40. Und ich habe 3 Flaschen davon, weil ich immer verschiedene Hauttöne habe. Ich habe zum Beispiel auch einen dunklen Bronzeton und ich pumpe mir die so ein bisschen um. Die kommen allerdings auch nicht in den Pumpspender, aber die sind aus Glas. Und ich finde das Packaging sehr, sehr schön. Die ist auch recht... Zooming, hello. auf jeden Fall, die werde ich auf jeden Fall euch auch testen. Dann noch kurz schnell. Ich habe jetzt noch hier noch ein Guss Creamy Lipstick von Kiko und zwar wieder mit diesem Drücker und zwar in einer so tollen Farbe und zwar in einem Rot-Orange. Ich will das unbedingt testen. Ich liebe das. Ich liebe ja auch diese Gigi Hadid Farbe, dieses Austin. Das ist auch so ein toller Ton. Auf jeden Fall möchte ich das in First Impression auch benutzen. Dann habe ich etwas von einer Freundin empfohlen bekommen. Ich habe ja die Luana, die ist halt dort Geschäftsleitung und ich mag sie unnormal gerne. Ich gehe immer, also mit der Kiko liegt bei mir in der Nähe vom Büro, wo ich arbeite, wo ich halt immer wieder mal so Tagungen habe oder mal so Team-Meetings und so. Und ich habe mir das Lasting Eyebrow Gel von Kiko mitgenommen. Das ist ein ganz neues Augenbrauen-Gel und Leute, ich werde nie wieder was anderes benutzen. Die Verpackung finde ich so hübsch. Ich hoffe, dass ihr es sehen könnt. Ah, da, schaut mal. Bravo Kamera. Die Verpackung ist ganz, ganz toll. Ich habe die Farbe 06. Das ist die dunkelste, sowas wie bei NYX Espresso in etwa.
So eine schöne, verdammt schöne Verpackung. Das ist ein Gel-Eyebrow. Leute, ich will nur noch sagen, gell? Das da ist gerade mal der Verbrauch von 3 Anwendungen. Und teilweise konnte ich mir mit den Überresten aus dem Pinsel noch meine komplette Augenbraue ziehen. Das ist so wahnsinnig ergiebig, aber ich werde euch das in dem First Impression am Sonntag auch gezeigt haben, damit ihr das einfach sehen könnt, wie krass die Produkte sind. Und jetzt kommen wir zu Pinseln. Ich liebe Pinsel. Ich liebe Pinsel. Ihr wisst, dass ich Pinsel liebe und das wird sich auch nicht verändern. Und ich werde euch jetzt alle Pinsel zeigen, die ich habe. Einen zeige ich euch. Ich habe hier ein, das ist so ein Set gewesen und das ist das Vegan Deluxe Set. Und zwar sind das, also das sind alles vegane Pinsel. Bei BH Cosmetics gibt es keine gerupften Tiere, was ich auch super finde, weil Cruelty Free ist not cool. Ja, das ist nicht cool. Das ist auch bei Huda Beauty bei ihren komischen Wimpern nicht cool. Das ist einfach scheiße. Also das ist einfach nichts für mich. Zum einen haben wir hier die V11. Das ist der Vegan, so ein Powder Brush. Ja. Und Leute, der ist so schön. Ich habe den ausgepackt vorher, weil ich es nicht schön verheben konnte. Das ist dieser Pinsel. Er ist so perfekt, sage ich euch. Und zwar, der ist recht fest gebunden. Und dadurch, dass ich ja immer ziemlich meinen Cody Airspun in mein Gesicht einarbeite, das ist der perfekte Pinsel. Also ich habe jetzt endlich mal einen Pinsel gefunden, der nicht nur schön ist, also die, ihr kriegt einen Schlaganfall, wenn ich euch sage. Also diese 4 Pinsel, eine Fanbrush, ein Concealing Brush, was ist das? Ein Setting Brush, genau. Und Entschuldigung, hab ich das Ding. Und eine Fanbrush hat gekostet, ich glaube, um die 8 Euro. Wie gesagt, ich verlinke euch den Shop unten, da könnt ihr euch mal durchgucken. Die haben auch echt viele Prozente gerade übertrieben. Auf jeden Fall das, also das Handle ist so leicht Lavendel und dann geht es in so mattes Grau. Also unnormal schöner Pinsel, den seht ihr hier. Sehr groß und sehr weich. Also Leute, ich habe bestimmt 100 Pinsel, aber irgendwie, ich kaufe mir immer noch welche. Ich habe auch noch mal ein Set. dann habe ich hier die Fanbrush, weil ich bin immer noch irgendwie auf der Suche nach so einer geilen Fanbrush für Highlighter oder so. Und ich glaube, die ist schon recht gut. Also das ist mit demselben Handle. Die ist nämlich recht dick gebunden. Seht ihr das? Also die ist recht dick gebunden. Und da könnt ihr praktisch Highlighter auftragen in die Augenbraue, auf der Nase. Und ihr könnt auch so ein bisschen stärkere, ein bisschen Kontur machen oder so. Und diese auf jeden Fall habe ich mir jetzt auch mitgenommen. Die gehört zu diesem Set dazu. Dann habe ich eine Buffing Brush. Die Buffing Brush benutze ich tatsächlich nur für meine Tagescreme. Also ich habe einen, wo ist das? Ich gucke mal von Garnier. Das habe ich jetzt extra hergelegt. Habe ich eine eigentlich alte Liebe wieder. Und zwar die Combination to Oily Skin Garnier BB Cream in der Farbe Medium. Und ich mache wirklich, ich trage mir das auf. Und dann drücke ich mir das wirklich in die Region, wo es hingehört. Ich tue auch meinen Concealer damit ausbuffen. Also wirklich ein toller Pinsel. Der hart jetzt ein bisschen, dann nimmt ihr einfach so ein bisschen die Haare raus. Also wenn ihr im Durchschnitt seht, Leute, 3 Euro, hallo, die sehen aus wie 40 Euro. Ich war ja jetzt beim Sephora. Leute, ich habe, glaube ich, für 7 Teile über 130, 140 Euro ausgegeben. Also da drin ist kein Spaß. Also das ist Krieg da drin. Also es ist sogar so krass, dass ich erzähle euch auch alles, was ich darüber, was ich erfahren habe, gesehen habe und so. Also da drin, das ist Krieg. Also selbst bei Huda Beauty und bei Too Faced mussten die Sicherheitspersonal aufstellen, weil die die Tester klauen. Ey Leute, ihr seid nicht cool. Hey Leute, kauft euch doch einfach Huda Beauty. Es kostet 20 Euro, wenn ihr es probieren wollt. Und das ist eine Setting Brush, die ich aber nicht fürs Setten benutzen möchte, sondern fürs Highlighten. Das ist nämlich so eine riesen Brush, wo ihr über das Ganze wie zum Beispiel Puder auftragen könnt. Ihr könnt aber auch super, zum Beispiel hier, auf den High Points of the Cheeks könnt ihr irgendwie was auftragen und die finde ich richtig toll. Also das ist so ein richtig tolles Profi-Set. Ich finde halt wirklich, diese Brush, die haut es mir halt voll raus. Also ich will die auch wirklich nur für Setting Puder benutzen, um es einzupressen in meine Poren, weil die einfach so riesig sind. Dann habe ich mir nach langem Hin und Her die Alida, sie weiß, wie viele Pinsel ich habe. Ich bin ja mit in meinem Koffer da gewesen. Und wie gesagt, schaut gerne bei meiner Glow-Reihe vorbei. Da könnt ihr definitiv sehen, wie massiv ich eingekauft habe. Also dieses Crystal Quartz, die hatten halt leider nicht alle Pinselsets. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte mir gerne mehr Pinsel. Leute, hallo. Wenn ich das
Da denke ich irgendwie an Marvin Maleficent. Ich weiß nicht, an diese Marvicom-Palette. Ich habe sie nicht. Ich werde sie auch niemals kaufen, weil ich die nicht so toll finde. Also ich finde die von der Farbe. Also es ist nichts, was mir jetzt irgendwie in meinem Kopf schwebt, dass ich das bräuchte. Wie schön ist das bitte? Dieses ganze Pinselset, Leute. Hammer. Das sind immer diese Silizium, ich glaube, diese komischen Dinger da. Da sind immer ein paar drin, damit es nicht feucht wird. Also die Brushes sind immer da drin und das ist eine super große Pinseltasche. Die ist wunderschön. Ich fahre ja nach Hamburg und nach Berlin und ich nehme euch überall hin mit, Leute. Ich gehe ja in der König der Löwen. Ich mache da definitiv Vlogs. Vielleicht seht ihr auch mal meinen Freund. Und ich nehme euch da gerne mit, weil ich einfach möchte, dass ihr an meinem Leben teilhabt. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, also werde ich noch durchziehen. Und ich zeige euch mal die Brushes. Und zwar habe ich jetzt hier so einen großen Powderbrush. Super weich. Das ist aber einer, der sehr, also der nicht so fest ist wie der, sondern das ist so einer, wo ihr wirklich zum Beispiel auch was wegfegen könnt und so. Super, also gar nicht billig. Die haben jetzt dieses Flieder Rose Gold und die 01 und so. Ich bin mir auch sicher, ihr könnt zum Beispiel hinten, schaut mal, ich kann euch das mal vorlesen. Hier hinten stehen immer auf. Also die 01, das ist jetzt die 1, da steht ja die Zahl drauf, ist eine Deluxe Powder Brush. Also das ist einfach so eine, wo ihr Puder auftragen könnt. Dann habe ich die 2. Das ist ein Bronzing Brush und die finde ich auch richtig geil, weil ich finde die Form der Pinsel sehr, sehr wichtig, weil es gibt nicht jeder Pinsel gibt euch die passende Form für euer Gesicht. Das ist leider einfach so. Und das ist die 02. Das ist einfach so eine etwas abgeschrägte. Da könnt ihr halt ganz schön toll Bronzer auftragen. Das werde ich auch definitiv benutzen. Ich werde die auch komplett zusammenlassen und hier an meiner Vanity aufstellen. Ich habe meine Pinsel, also ich habe. Leute, das sind alles Pinsel, die ich definitiv benutze. Ihr seht, ich habe eine Abteilung Contouring, Powder. Vorne sind nur Augenprodukte. Also hier geht es hardcore professionell zu. Und ich möchte einfach euch die Möglichkeit geben, diese Brushes euch mal anzugucken, weil die einfach unnormal geil sind. Also das ist die Powder Brush, die Bronzing Brush. Dann gehe ich mal, ich gehe so mal nach der Nummer hier. Dann habe ich die 3. Das ist eine Rounded Buffing Brush. Das ist wieder so eine, wo ihr was eindrücken könnt. Ich weiß nicht, für was ich die jetzt benutze. Ich werde es mal schauen, weil manchmal zum Beispiel nehme ich auch so eigene einzelne Dinger zum Abfegen von Produkt. Dann, die fand ich richtig cool, weil so eine habe ich noch überhaupt nicht. Das ist nämlich eine Flat Contour Brush. Das ist eine angeschrägte, wie ihr seht. Und da nehmt ihr halt, also die möchte ich definitiv für meine Cremeprodukte benutzen, weil die ist sehr fest. Ja, da könnte ich aber auch diesen hier benutzen. Also, ich will den benutzen, um meine Cremeprodukte einzuarbeiten, weil das sehr, sehr wichtig ist für euer Make-up. Weil, um einen flawless Look zu bekommen, müsst ihr einfach auch geile Pinsel haben. Und bei BH findet ihr auf jeden Fall geile Pinsel. Wie gesagt, beim Sephora, selbst die Eigenmarke, Leute, da kostet so ein Pinsel keine 3 Euro wie bei BH, sondern 40. Ich muss euch echt sagen, kein Mensch braucht so teure Pinsel. Ich habe euch gesagt, investiert das Geld in geile Paletten und selbst BH Cosmetics hat Paletten, ColourPop hat tolle, Morphe hat tolle, Juvia's Place hat tolle oder mal eine Too Faced Palette, wenn es euch echt reinjuckt. Also ich habe da kein Verständnis für, dass man dafür 40 Euro für so eine verkackte Brush braucht. Wenn ihr euch schminken könnt und Bock drauf habt und Anfänger seid, kauft euch doch einfach ein tolles Set mit Tasche für 16 Euro. Ich werde auf jeden Fall, das kann ich euch aber sagen, ich habe ja die 500 Abonnenten jetzt geknackt. Ich bin ja schon kurz vor 600. Ich bin ganz aufgeregt. Werde ich eines dieser Sets verschenken? Also ich werde eine BH, ich werde nochmal bestellen, etwa Mitte des Monats. Und werde einige Items für euch mitbestellen und werde euch eine tolle Verlosung zusammenstellen, wo ich 3, 4 Gewinner habe. ob es genau das Set ist, weiß ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall was Tolles für euch rausfinden. Und bleibt auf jeden Fall, wie gesagt, tuned. Ihr werdet auf jeden Fall belohnt. Dann habe ich, wie gesagt, hier nochmal was. Ich gehe jetzt mal so nach dem. Das ist jetzt die 05. Die 05 ist eine große Blending Brush. Hier, ich zeige euch mit dem Pinsel praktisch die Region, wo sie benutzt wird.
hier, um praktisch sehr, sehr präzise mehrere Farben ineinander zu verblenden. Super schön. Also ich muss sagen, die sind so kacke weich. Und bei BH muss ich sagen, habe ich die krassesten Blender. Also ich benutze ja sonst die Essence Blender. Das Problem ist, die sind halt teilweise so ein bisschen eingeditscht. Bis die mal richtig rund geblendet sind, ist es ein bisschen doof. Die da sind, ey, geil. Oh, ich werde schon wieder krank, ich merke es. Dann habe ich hier die 08. 8, das ist die auch eine Buffing Blending Brush. Also Buffing heißt meistens drücken und dann verblenden. Die ist praktisch flach, aber wuschelig oben. Dann habe ich noch die 7. Das ist die Domed Blending Brush. Die ist more precise, sagen die Engländer. Und zwar ist das eine, wo ihr, sag ich mal, wenn ihr hier in eurer Küche. Gott bewahre mich vor der Kamera einfach abzukratzen. Also, sorry Leute. Ich habe, glaube ich, irgendwie gerade einen Pinsel gefressen. Also auf jeden Fall, wo war ich? Rido 7 ist wie gesagt so eine sehr precise Blending Brush. Da könnt ihr praktisch zum Beispiel Verdunklungsfarben auftragen und sie schön ineinander verblenden. Dann habe ich die 09. Die 09 ist eine Eye Shader Brush. Eine Shader Brush benutzt ihr. Also ich werde euch da auch gerne mal ein Video drüber abdrehen, was für Brushes ich für was benutze. Die Shader Brush ist eine Brush, die ihr auftragt, um praktisch Pigmente, lose Sachen oder einfach zum Beispiel auch so Glitzerlidschatten auf euer Augenlid, wenn es zum Beispiel ein bisschen so ein Concealer drunter ist, drauf zu pressen. Also das ist wirklich eine Shading, ist praktisch wie ihr drückt die Produkte drauf. Und das ist halt ein ganz, ganz tolles Starter-Kit, muss ich sagen. Dann habe ich jetzt endlich mal eine Brush gefunden, die klein genug ist, um sie euch nochmal zu zeigen. Das ist die Tapered Blending Brush. Das ist eine spitz zu laufende Verblenderpinsel. Das könnt ihr hier benutzen, das könnt ihr auch hier benutzen. Die ist super weich, ja. Da könnt ihr zum Beispiel auch Inner Corner Highlight setzen, hier in die Augenbraue. Das werde ich zum Beispiel benutzen. Wie gesagt, ihr seht auf jeden Fall am Sonntag das Video in der Anwendung, weil da werde ich das erste Mal die testen. Ich brauche diese Pinsel jetzt eigentlich nicht waschen. Ich wasche eigentlich Pinsel jetzt nicht immer bei der ersten Anwendung. Das kommt, weil, Leute, das ist auch so ein Ding, gell? BH Cosmetics Pinsel stinken nicht. Also, ich habe zum Beispiel Pinsel, zum Beispiel von Amazon gekauft, lasst echt, also nicht alle sind gut, die stinken manchmal ganz, ganz übel nach chinesische Sachen, die nicht gut sind, glaube ich. Dann haben wir hier noch eine sehr precise, das ist eine Pencil, das ist praktisch, um hier an der Lower Lash Line Sachen aufzutragen und dann könnt ihr praktisch mit dieser kleinen Verblenderpinsel dann da unten lang gehen. Dann haben wir hier die 12, das ist die Angled Brow Brush. Da seht ihr ja das hier. Zumal ich sagen muss, was ist das hier? Das ist die 11. Das ist die Flat Concealer Brush. Das ist sehr, sehr geil. So eine habe ich unbedingt gesucht. So eine flache, ich versuche euch das mal ganz nah zu zeigen. Seht ihr das, wie flach die ist? Könnt ihr das sehen? Diese benutzt man, um die Augenbrauen abzusäubern. Also das habe ich auch noch nicht. Also auch ich lerne noch dazu. Also ich habe das wirklich noch nicht. Das ist ein ganz tolles Werkzeug. Also ich mache ja oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich mache jetzt nichts Großartiges in meinem Gesicht, dann tue ich jetzt auch nicht so krasse Theater reinmachen mit Augenbrauen und so. Ich habe ja gemicrobladete Augenbrauen, aber ich zeige euch das mal. Also ihr seht ja schon, ihr seht ja drunter, seht ihr das? Noch so ein paar Haare sind da. Aber mittlerweile bin ich auch schon wieder auf Augenbrauengel umgestiegen. Also es hat jetzt bei mir jetzt auch nicht so lange gehoben, muss ich sagen. Es hat aber sau weh getan. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal mache. Also das ist jetzt, glaube ich, völlig abhängig. Was ich gerne hätte, ist ein Septum-Piercing. Das werde ich mir auch demnächst stechen lassen. Ich wünsche mir das schon so lange, weil es einfach so in mein Leben gerade reinpasst. Für mich ist das einfach so ein Zeichen. Also für mich ist das wunderschön, jeder, der da draußen ein Septum-Piercing hat. Ich finde das so stark. Ich finde, das zeigt so viel Weiblichkeit, obwohl man denkt, es ist so Punker, so ein Bullenring oder so. Ich habe ganz, ganz, ganz tolle Piercingringe. Ich habe hier zum Beispiel einen Piercingring, der komplett mit Swarovskis ist. Der hat mich, glaube ich, 50 Euro gekostet. Das ist so eines ein bisschen der teureren. Aber ich liebe einfach diese orientalisch, vor allem indischen Schmuck zum Beispiel. Zum Beispiel hier so eine Kette bis in die Ohren rüber. Ich bin selber eine Asiatin und bin auch aus Thailand, habe thailändische Wurzeln und daher bin ich einfach auch so ein bisschen
anders unterwegs. Und daher, wie gesagt, freue ich mich sogar über Pinsel ohne Ende. Das ist halt so ein braunen Pinsel. Den aber allerdings, da habe ich ganz arg viele von. Und diese benutze ich eigentlich immer, um Gel-Eyeliner aufzutragen. Meine Lieben, das war es schon mit meinem Haul. Ich hoffe, dass es euch echt Spaß gemacht hat. Wie gesagt, heute habe ich werde jetzt, wenn ich Hauls mache, kleinere Mengen euch zeigen und lieber mehr in der Anwendung. Zum Beispiel jetzt über diese Brushes, also das First Impression wird nicht kurz. Also nehmt euch echt Zeit. Ich habe deswegen auch den Sonntag ausgesucht. Da können wir dann zusammen uns schminken. Das wäre mir sehr, sehr recht. Das fände ich toll irgendwie, weil dann bin ich euch irgendwie näher. Und auf jeden Fall zeige ich euch die ganzen tollen Brushes in der Anwendung. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr nochmal bei meiner Verlosung vorbeiguckt, Abonnent meines Kanals werdet und wir sehen uns auf jeden Fall bald, bald wieder, ihr Schätze. Bis dann!